Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir doch mal mit was Positivem an. Die Forderung von Die Linke nach einer einheitlichen Regelung für die Bundesländer zur Eigenbedarfsmenge bei Cannabis ist nicht verkehrt und sollte diskutiert werden. So. Abstrus finde ich es allerdings, wie hoch der legale Eigenbedarf Ihrer Meinung nach sein soll. Denn man könnte ja meinen, Sie nehmen den bundesweit niedrigsten Wert als Maßstab. Aber nein, Sie wollen den bundesweit höchsten Wert nehmen mit 15 Gramm Cannabis. Faktisch wollen Sie somit mal wieder eine völkerrechtswidrige Legalisierung, nicht nur für den Eigengebrauch. Denn die Menge reicht für 30 Joints und sichert einem Kleindealer somit wunderbar sein Geschäft. Was Sie wollen, ist die bundesweite Möglichkeit zum Dealen mit staatlichem Segen. Und das ist natürlich, diese Zusage bekommen Sie von mir natürlich nicht. Herr Tempel, Sie wollen, was Sie wollen. Das ist ein Görlitzer Park in ganz Deutschland. Und ein Park, bei dem die rot-rot-grüne Regierung Berlins bereits kapituliert hat. Im Görli sollen dem Konsum und dem Handeln freien Lauf gelassen und zusätzlich auch noch die Polizeipräsenz verringert werden. Meiner Ansicht nach eine weitere Fehlentscheidung der rot-rot-grünen Regierung in Richtung rechtsfreien Raum. Frau Kollegin Zollner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ja. Bitte schön. Ja. Also normalerweise wollte ich das um die Zeit jetzt nicht mehr tun, aber da Sie ja mehrfach die Unwahrheit sagen, also ganz klar die Unwahrheit sagen, ist Ihnen bekannt und nehmen Sie eine mehrere Jahre bereits dauernde Diskussion zur Kenntnis, dass wir eben nicht die Freigabe, also der Dealer kann jetzt dann legal verkaufen, was er vorher illegal verkauft hat, sondern dass wir eine streng kontrollierte, legale, regulierte Abgabe von Cannabis fordern, ebenso wie bei anderen Substanzen, dass wir eben nicht sagen, dass die Dealer jetzt offiziell und mit staatlichen Segen handeln dürfen, sondern dass wir hier eine staatliche Kontrolle des Jugendschutzes, des Verbraucherschutz und ähnlicher Projekte fördern. Nicht umsonst habe ich übrigens von mehreren Parteien befürwortete Modellprojekte hier angesprochen, wo gerade mehrere Städte, denen Sie ebenfalls dann genau das Gleiche wie mir jetzt hier unterstellen würden, also Bremen, Münster, Frankfurt am Main, Berlin und so weiter unterstellen würden, dass sie die Dealer legalisieren wollen. Ist das, nehmen Sie das zur Kenntnis, dass es bereits eine ganze Reihe von anderen Vorschlägen gibt, wie man sehr vorsichtig kontrolliert hier genau diesem Schwarzmarkt was entgegensetzen will und eben nicht den Schwarzmarkt legalisieren will. Zur Kenntnis nehme ich das selbstverständlich und ich würde Ihnen aber empfehlen, Ihr Parteiprogramm entsprechend zu lesen, weil da fordern Sie entsprechend ganz andere, ja, über die Anträge, aber Fakt ist doch, was steht denn dahinter? Bitte Parteiprogramm. Nein, den Abschnitt habe ich geschrieben, also ja, den kenne ich schon. Linken bitte lesen. Ja. Und am Ende des Tempel, Tages, keine Zwiegespräche jetzt. Und am Ende des Tages ist es so, dass wollen Sie das denn kontrollieren, wenn Sie 15 Gramm zur Verfügung stellen, ob da was weitergegeben wird oder nicht. Das können Sie gar nicht kontrollieren und deswegen bleibt die Aussage so bestehend. Aber diese Kapitulation kann natürlich nicht die richtige Antwort, wie es im Görlitzer Park eben passiert, auf eine verantwortungsvolle Drogenpolitik sein. Wir als Politiker, und ich bin Gesundheitspolitiker, Sie sind Polizist vom Beruf, ich bin gelernte Krankenschwester, haben einen Schutzauftrag, den man nicht einfach wegwischen kann. Mir ist es wichtig zu sagen, dass wir in Deutschland ein im höchsten Maß differenziertes Strafverfolgungssystem bei Cannabisdelikten haben. Wir haben eben gerade keine pauschale Verfolgung, wie Sie es immer wieder vorbringen. Denn es wird in jedem Abschnitt des Verfahrens, in jedem Abschnitt, eine Einzelfallentscheidung getroffen und die Möglichkeit zur Einstellung ist gegeben. Die Staatsanwaltschaft kann bereits das Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz einstellen. Hier spielen die Schwere der Tat, die individuelle Schuld und gerade auch der Eigenbedarf eine Rolle. Auch im Hauptverfahren ist eine Einstellung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz noch möglich. Und selbst bei der Vollstreckung, das wissen Sie ganz genau, ist eine Zurückstellung der Strafe nach dem Betäubungsmittelgesetz möglich, wenn sich eben der Betroffene beispielsweise einer Therapie unterzieht. Und gerade bei Ihrer Forderung, dass die Strafverfolgung eingestellt werden muss, Sie haben ein Muss in Ihrem Antrag, verhindern Sie die so wichtige Einzelfallbetrachtung, die unser Strafsystem auch so wertvoll macht. Deswegen sind wir auch in dieser Legislatur deutlich differenzierte Wege gegangen.
Denn auf der einen Seite wollen wir Cannabis als Medizin. Wir haben die rechtliche Grundlage dafür geschaffen und es war zum Beispiel für Schmerzpatienten uns auch ein ganz wichtiges Anliegen. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns ganz klar zum Freizeitgebrauch abgrenzen. Und mir ist es auch ein Anliegen, bitte hören Sie endlich auf, Cannabis zu verharmlosen. Cannabis ist eben keine, doch es ist eben keine harmlose Freizeitdroge, sondern dient leider auch in vielen. Selbstverständlich habe ich zugehört, aber auch in vielen Fällen dient es als Einstiegsdroge und das bestreiten Sie immer wieder. Es ist nämlich so. Das ist die Frage, wenn Sie dann zuhören. Und zwar zum Beispiel Fällen von Jugendlichen, die eine Abhängigkeit haben. Ich habe persönlich natürlich in Suchtkliniken Gespräche geführt. Und in jedem einzelnen Gespräch mit den jungen Leuten war immer ganz klar die Aussage, dass der erste Kontakt kam über Cannabis zustande. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, sie haben Interesse gehabt an mehr. Ja, sie wollten noch mal schauen, wie kann ich denn noch ein breiteres Spektrum da irgendwie Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist es für mich ganz klar eine Einstiegsdroge. Es kann auch schwere Psychosen auslösen, Schizophrenien, vor allem bei den Jugendlichen. Und das wissen Sie auch ganz genau, es führt zu Konzentrationsstörungen und so weiter. Deswegen ist es eben auch ein wichtiger Teil der Prävention. Und deswegen steht das bei mir im Mittelpunkt, nämlich darauf hinzuweisen, welche Gefahren Cannabis auch hat. So, ich habe in einer Fachambulanz für junge Suchtkranke in München zum Beispiel auch nachgefragt. Und da ist es so, dass fast 60% der Patienten die Hauptdiagnose Cannabisstörung haben. Und das muss uns doch einfach zu denken geben, dass da wirklich was im Argen liegt. Sie wissen, dass der THC-Gehalt bei Cannabis in den letzten Jahren um das Dreifache auch gestiegen ist. Ja? Herr Kollege Tempel, jetzt hat wirklich die Frau Zollner das Wort. Ja? Und eine Legalisierung ist deswegen für mich auch ganz klar eben nicht der richtige Weg. Auch am Beispiel Colorado, weil Sie ja Portugal zitiert haben. Hier ist mit der Legalisierung von Cannabis für Erwachsene der Konsum bei den Jugendlichen um 71% höher als in anderen Staaten, in denen es eben keine Legalisierung gibt. Es zeigt doch deutlich, dass die Begrenzung der Legalisierung für Erwachsene gerade keinen ausreichenden Jugendschutz bietet. Und das ist doch das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Was Sie mit dem Antrag machen, ist reine Klientelpolitik, aber keine Politik, die dem Schutz der Gesundheit dient. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass unsere Parks und auch der Görlitzer Park den Familien gehören, die nicht und diese eben nicht aus den Parks entsprechend verdrängt werden. Und unsere Prioritäten müssen doch ganz woanders liegen. Wir müssen Lösungen schaffen, wie wir junge Leute davon abhalten, überhaupt zum Joint zu greifen, wie wir diejenigen stärken, die Nein zu Drogen sagen, wie wir die Eltern, Erzieher und Lehrer stärken in ihrer Schutzaufgabe und ihnen Hilfestellungen geben, wie wir denjenigen helfen können, die bereits in einer Abhängigkeit sind, aus dieser wieder herauszufinden. Das sind die Prioritäten, die ich persönlich als Gesundheitspolitikerin setze. Und da haben wir genug Arbeit vor uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Dr. Harald Tempel.